Fernab vom Alltagsstress, inmitten des Salzburger Seenlandes und doch nur 25 Kilometer von der Mozartstadt Salzburg entfernt, liegt die Urlaubsregion Neumarkt am Wallersee. Diese steht für unberührte Natur, gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, Kulinarik, Kunst und vieles mehr, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Urlaub bei uns. Der Wallersee ist mit seiner Wasserfläche von ca. 6,4 Quadratkilometer der größte See des Flachgaus und erfreut sich einer bunten Vielfalt von Fischarten. Der See bietet neben der großen Artenvielfalt auch Ruhe und Erholung sowie ein traumhaft schönes Panorama, um seiner Lieblingsaktivität nachzugehen und sich einfach mal dahintreiben zu lassen. Neben dem Angeln ist der Wallersee auch perfekt zum Segeln geeignet und das nicht nur im Sommer. Mit bis zu 100 km pro Stunde geht es im Winter beim Eissegeln über den See. Doch bevor es auf den See geht, muss das Boot vorbereitet werden. So, jetzt mache ich die ganzen Pinsel los und wir haben das Boot in den Wind gestellt, gell? Der Wind kommt von da vorne. Dadurch können wir die Segel raufziehen, ohne dass es auf Zeiten geht. Wer gerne für sich allein ist, kann den Wallersee gemütlich mit dem Elektroboot erkunden und die Idylle rundherum genießen. Neben dem wunderschön gelegenen öffentlichen Strandbad und dem Campingplatz befindet sich auch eine besonders schöne Minigolfanlage mit 18 Bahnen in der Ostbucht, welche bei den Spielern vor Ort sehr beliebt ist. Ja, ich bin Vereinsspieler und betreibe das Minigolf profimäßig und ich kann da nur raten, nimm da einmal einen Schläger in die Hand und einen Ball und geh auf diese wunderschöne Anlage, die eine der schönsten in Österreich ist. Du wirst sehen, du hast eine Menge Spaß dabei. Die Strandbäder am wärmsten Badesee im Salzburger Land bieten nicht nur ausgezeichnete Wasserqualität und warme Wassertemperaturen von bis zu 26 Grad Celsius, sondern auch jede Menge Badespaß. In der Ostbucht befindet sich das Seehotel Winkler, bekannt als exzellentes Fisch- und Schneckenrestaurant. Das hauseigene Strandbad mit Strandbar lädt zu besonderen Erfrischungen und leckeren Imbissen ein. Oberhalb des Sees liegt das Ferienhotel Herzog, wo man einen wunderbaren Ausblick über den Wallersee und das dahinter gelegene Voralpenpanorama hat. Der wunderbar gestaltete Garten des Hotels lädt so richtig zum Entspannen ein. Der Greischberger Hof am Rande des Dorfes Neumarkt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten rund um den modernen Biohof. Am großen Gelände des Hofes fühlen sich die Tiere so richtig wohl. Mit 130 Kilometer zusammenhängenden Radwegen ist die Region für Radsportler bestens geeignet. Ein besonders schönes Ausflugsziel für alle Radfahrer ist der Siekertsteiner Weiher. In besonders ruhiger Einzellage zum Wallersee liegt der Dichtelhof. Am Hof befindet sich eine kleine Kräuterküche voll mit selbstgemachten Heilmitteln und Tees aus dem hauseigenen Kräutergarten. Die Gastgeberin Johanna zeigt uns heute, was man mit Kräutern so alles machen kann. Ja, wir machen heute eine Tinktur für einen Stoffwechsel. Da setzen wir uns jetzt verschiedene Kräuter an. Jetzt habe ich da 6 zusammengesucht. Die schneiden wir jetzt da in das Glas alleine. So, da haben wir ein bisschen was für das Herzerl dazu, die Rose. Dann schaut das Ganze ja sehr gut aus. Macht es sehr lieblich. Und dann kommt
ein Kornschnapserl drauf. Das Ganze lassen wir jetzt ein paar Wochen am Fensterbankerl stehen. Wir sind eh alle schon sehr versüßt. Es ist ganz gut, wenn man dann einmal ein bisschen was Bitteres zu sich nimmt. Vom Dichtelhof aus bietet sich perfekt eine Wanderung auf die Dichtelalm an. Ein schöner Wanderweg führt durch unbelassene Natur hinauf zur Alm. Der Wald dorthin ist ein Spielparadies für Kinder. Oben angekommen kann man sich mit regionalen Schmankerln stärken und den wunderschönen Ausblick über die Hügellandschaft genießen. Schon der erste Eindruck des Ateliers von Künstler Johann Weiringer zeigt, dass hier Großes geschaffen wird. Zu den Arbeitsschwerpunkten von Weiringer zählen Malerei, Zeichnung und Bildhauerei. Im Rahmen des Besuchs seines Ateliers gibt uns der bodenständige Künstler einige eindrucksvolle Worte mit auf den Weg. Ja, der Satz jetzt auf dem Platz, wo der Hans Weiringer seine Skulpturen aufstellt, was vielleicht das Besondere ist, dass ich recht ein Glück gehabt habe, dass ich ziemlich jung schon gewusst habe, wo meine Talente liegen. Und vielleicht auch der Vater, der Tischlermeister, mit dem ich ja die Werkstatt begonnen habe, und dann bin ich nach Wien gegangen, da eines gelernt habe, dass du eine Basis brauchst, das ist ein Handwerk und Durchhaltevermögen. Du musst dabei bleiben und wenn du das nur für dich machst, weil wenn ich nur rede drüber, dann gibt es nicht. Und die Dinge, die da stehen, das ist keine Verkaufsausstellung, das ist eine Idee und die gehört umgesetzt. Und ich glaube, das macht er dann über den Handwerker, über das Können, nachher den Künstler noch aus, dass man vielen Dingen dann Leben einhaucht auch. Also Leben haucht der Himmelfahrt ein, aber für ein paar Kunstwerke ist er halt auch beteiligt dran. In Neumarkt befindet sich das Museum Fronfeste, ein innovatives Museum, das sich als Plattform versteht. Partizipation, Vermittlung und ein lebendig umgesetzter Bildungsauftrag sind für das Museum Fronfeste bezeichnend. Im Museum Fronfeste haben wir ein neues Format, Galerie durch die offenen Fenster. Das Besondere ist, dass jede einzelne Figur aus Beton gegossen ist. Wir zeigen diese Vielfalt, man kann sie auch drehen, sodass man wirklich verschiedene Sichtweisen erleben kann. Das Museum bietet auch Platz für die Einkaufsgemeinschaft Food Corp. Kunst und Köstlichkeiten. Warum gibt es diesen Slogan? Wir von der Food Corp Neumarkt am Wallersee haben hier im Museum Fronfeste unser Auslieferlokal. Alle 14 Tage liefern wir biologisch wertvolle Produkte von regionalen Produzenten aus unserer Umgebung an unsere Mitglieder aus. In Neumarkt findet der Schrannenmarkt jeden Freitagnachmittag statt. Die Einkaufskörbe können auf der Neumarkter Schranne mit den unterschiedlichsten Produkten befüllt werden. Neben den altbewährten Standlern lädt natürlich auch das Kleinstadtflair von Neumarkt zu einem besonders netten Stadtbummel ein.